Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren Lego-Lädchen, an einem fantastischen Tag mit einem sensationellen neuen Set hier für euch. Großartig. Aus der Lego City-Reihe von 2017 60169, das Frachtterminal. Ja, von City stelle ich euch so wenig vor, deswegen musste das jetzt definitiv mal sein. Das Frachtterminal, ohne Reflexion, so ein Frachtterminal, super, gell? Gibt's die Box? Gibt's, wie ihr das kennt, ganz viele Anleitungen von City, durchnummeriert, ist ja leicht zum Aufbauen. Schöne Sachen. 720 Teile etwa, ein paar nette Minifiguren dabei und viel Spaß und natürlich viel Spielspaß. Ich zeige euch das Set, denn ich, erstmal mag ich die Laster, das finde ich toll. Ich mag diese Frachtterminal-Idee hier auch mit diesem Palettenlager und ich mag die Teile. Und wenn ich bei einem Set Teile mag, weil ich es aufmache, weil ich die Teile brauche, dann baue ich es auch mal zusammen und gucke es mir mal an. Und dann kann ich es euch natürlich vorstellen. Und es ist ein guter Grund, ein Video zu machen. Ich mache eh viel zu wenig Videos, also hier sind wir. Passen wir mal auf, was wir hier alles machen können. Erstmal haben wir hier einen tollen Laster. Ich fange mal hier an der Seite an und so, dann arbeiten wir uns hier durch. Ein schöner Laster mit einem tollen Gelenk. Kann man großartig dann rangieren in alle möglichen Richtungen. Ist, jetzt zeige ich das mal kurz. So sieht es mal aus. Also, ein netter Laster. Oh, das spiegelt doch super. Ein netter Laster. Dazu gibt es hier eine Palette, also einen Container. Und hier ist ein Container. Die sind jeweils nur angebaut und unten ist dann das Gestell. Das Gestell ist klassisch gemacht, mit schönen Teils, schöner Kupplung. Ganz normale Geschichte. Diese Jungs hier sind wunderbare 6x10 Platten. Die finde ich auch so toll, die brauche ich auch. 6x10 Platten mit diesen neuen Containerwänden, die kennt ihr ja schon von 2016, ist ja nichts Neues. Dann ist eine Fracht drin, die zeige ich euch gleich. Und unten sind dann einfach nur diese vier Ecken, damit man das sehr gut über so einen Laster stülpen kann. Die stabilisieren das Ganze hier, diese Ecken. Diese Ecken greifen dann hier um diese Fliesen drumherum und dadurch sitzt das Ding wie die 1. Also, da rutscht nichts. Super Konzept. Sitzt da drauf. Die kann man gut beladen. Hier sind diese kleinen Slopes drin, damit man da drin auch diese Palette schön stapeln kann. Und die sitzt dann auch so fest. Genauso fest, wie der hier drauf sitzt. Das Stapeln, dafür gibt es einen Gabelstapler. Ein netter Gabelstapler, gell? Die kann man ja, gibt es immer mal wieder in einem netten City-Set. Ein schöner Gabelstapler. Mit einem kleinen Gummi hier vorne drin, damit wenn man hier runter drückt, das runter geht und auch wieder hochschnallt von allein. Super. Damit können wir... Ist dramatisch heiß hier drin, wenn ich jetzt auch noch arbeite. Völlig, völlig wahnsinnig. Damit fahren wir runter, geht unter die nette Palette drunter. Schlupp, da kommt sie hoch. Und dann können wir hier hingehen und können die hier in diesen schönen Laster einladen. Oder, das ist ja das Tolle, wir gehen hier hin und hier haben wir ein Palettenlager. Wunderbar gemacht. Hier auch mit diesen Rampen. Das sind die Rampen aus dem 60051 Passagierzug, um über die Gleise zu kommen. Die gleichen Rampen hier. Setzt man drauf, fährt man rein und da hat man hier diese Panels an den Seiten und darauf liegen dann die Paletten. Großartig. Also, kleiner Gabelstapler, netter Laster mit Container und Palette. Dann natürlich die Zugmaschine vom Laster, auch wieder mit netten Container und mit einem Haken oben dran, um den hier ins Spiel zu bringen. Das ist natürlich so ein netter kleiner Containerstapler. Auch schön, oder? Hat hier hinten eine Kurbel, an der kann man drehen. Und dann fährt es hoch. Oder auch wieder runter. Ganz hervorragend, oder? Ja, genau. Und da geht es dann hoch. Das hier kann man mit ein bisschen Gefühl auch rein und raus machen. So ein bisschen Teleskopstange. Fahrersitz auch noch drin. Auch nett gemacht. Und hier sind diese Kollegen. Und das ist einfach ein ganz normaler Haken. Der geht halt in diese Öse rein. Hier ist eine schöne Palette. Zeige ich euch mal, weil es nett ist. Mit so gebastelten Kisten. Ne? Schön. Das sind Prints, keine Aufkleber. Ansonsten bei City natürlich viele Aufkleber drauf. Ich habe es auch draufgeklebt, weil bei City sieht es doof aus, wenn es keine Aufkleber sind. Technik würde ich nicht machen, aber hier mache ich es. Kleine Paletten kann man dann auch hier ins Palettenlager stellen, ist ja klar. Oder halt natürlich mit dem Ding. Haben wir ein paar Pakete. Das hier sind Rasenmäher-Anbauteile, nur dass ihr Bescheid wisst. Hier, das ist der Rasenmäher. Und das sind Anbauteile dafür, die man dann hier abmachen kann. Und dann hat man hier, das dann hier zum Mähen und macht man hier vorne dran und da hat man... Rasenmäher. Ja, klar. Rasenmäher-Anbauteile. Wo sieht man sie denn noch? Hier sieht man sie noch. Sehr gut. Container, Teleskop-Kollege, leerer Container, Palettenstapel, schöner Laster, Gabelstapel. Ach, wir haben eigentlich alles hier. Und dann gibt es natürlich noch die Schranke. Kann ja nicht jeder einfach aufs Frachtterminal drauf fahren. Das geht ja nicht. Schöne schöne Schranke. Stoppschild auf beiden Seiten drauf. Mag ich auch. Ist schön gebaut. Hat hier auch eine Tür. Und
wenn man mit der jungen Dame reden möchte, gibt es hier vorne eine Schiebetür. Ha! Ich komme noch mal ein bisschen näher. Schiebetür. Da sind Modified Plates drin, das ist ein normales Fenster und davor das ist eine Schiebetür. Gleitet da so rüber. Sehr schön gemacht, oder? Ja. Bin sehr zufrieden. Hier ist noch ein bisschen Werkzeug. Die klassische Überwachungskamera, die muss es bei Lego hier immer geben. Dazu gibt es natürlich noch hier so einen kleinen Sackkarre. Sackkarre auch dabei. Und der Separator, das kennen wir ja, der darf ja nicht fehlen bei einem Set irgendwie ab einer gewissen Größe. Das ist das City Set. Ich finde, das bietet Spielspaß. Und hat ein paar nette Teile, wie gesagt, diese Slopes und die 6x10 in Light Blue Grey, die sind wirklich klasse. Das sind gescheite Steine. Und es ist ein schöner Laster, der gefällt mir auch. Hat auch alles, was man braucht. Kann natürlich das Dach abnehmen, damit man in den Fahrer kommt. Das ist gar kein Problem. Man kann es aber auch leicht umbauen. Das ganze Fahrerhaus hier lässt sich leicht abnehmen. Kann man was anderes draus basteln. Das ist wirklich prima. Hier vorne ist der neue Zaun verbaut. Generell, ach so, so Stein-Highlights. Hier ist auch noch eine 2x3 Fliese, die ist ja auch neu dazugekommen. Und hier unten, das seht ihr vielleicht gerade so, hier sind diese Profil-Ziegelsteine in Tann jetzt dabei, in diesem Beige-Ton. Ja, und nicht nur in Dark-Tann, auch im normalen Beige-Ton. Und hier, das ist der klassische Container. Ja, mit diesen gelben, da gab es die Postlaster damals schon vor Ewigkeiten. Das sind diese gelben klassischen Container mit den alten Paneelen. Gefällt mir gut. Ja, so ist es. Ein schönes Frachtterminal aus der City-Serie. 70 Euro, glaube ich, UVP. Bei mir natürlich viel günstiger. Super Set. Kommt vorbei, guckt es euch an. Sind auch noch andere Sets gekommen. Creator Friends, das Übliche. Wie immer, ich mache Videos, sobald ich dazu komme. Ich freue mich aber, wenn ihr mich in der Zwischenzeit besuchen kommt. Gell? Es ist großartig. Toller Sommer. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Kommt doch einfach mal bei mir vorbei. So ist es. Macht's gut, bis bald.